So, da sind wir wieder bei Anstoß. Mit dem 19. Spieltag Hamburger Sportverein gegen Werder Bremen. Das große Nordderby, eines der größten Derbys der Bundesliga. Der 12. gegen den 8. Beide haben am letzten Spieltag gewonnen, sind von den Stärken fast gleich stark. Also da erwartet uns doch ein immer spannendes Spiel. Ihr Co-Trainer weist Sie darauf hin, dass durch die von Ihnen eingesetzte Trainingszusammensetzung der Konditionswert Ihres Teams unter die Grenze von 40% gefallen ist. Ja, immer noch. Aber hier sieht man natürlich, ein ganzer Block Spieler, sieben Stück sind auf Länderspielreise. Das wird uns natürlich nicht gut tun, denke ich mal. Aber das wird ja beim HSV kaum anders aussehen. Dann besuchen wir erstmal den verletzten IT-Check hier. Sehr froh darüber, dass sie ihn nicht vergessen haben. Natürlich nicht. So, harte Konditionswoche ist vielleicht auch nicht das Beste. Obwohl, nee, die Kondition war ja niedrig. Ich dachte gerade, die Frische der Spieler wäre niedrig. Kondition ist niedrig. Da ist eine harte Konditionswoche natürlich genau die richtige Maßnahme von unserem Co-Trainer. So, jetzt ist das Spiel soweit. Alle Spieler sind gesund und munter wiedergekommen. Naldo, es ärgert mich immer noch, diese enorme Rotsperre. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn vermutlich gar nicht verpflichtet. So. In der Aufstellung ändere ich jetzt hier mal nichts. Und wir spielen in Hamburg. Wie ist denn das Hinspiel ausgegangen? Das Hinspiel haben wir 1-0 verloren. Hier kann man auch irgendwie sagen, dass man gegen die Mannschaft nicht zweimal im Jahr verlieren möchte. Das sage ich dann wohl. Ich stachel so richtig an, ich will jetzt Tore sehen. Ein Spiel der kalten, nassen Hände, ja, will ich heute nicht erleben. Schieß sie einfach ab. Die Spieler finden die Ansprache unpassend. Okay, sie haben das letzte Spiel gewonnen. Günther Netzer, Tipp 0-2 für Werder. Vernünftig, Günther. Aber wir wollen jetzt ein Statement setzen und uns da oben festbeißen in der Tabelle, deswegen... Unsere Tordifferenz sieht ja auch eher mäßig aus im Vergleich zu den anderen Teams auf Augenhöhe. Rudnevs haut uns da den Ball in der 11. Minute rein. Mit seinem 4. Treffer. Vorlage von Van der Vaart. Scheiße. Ist natürlich schon mal schlecht möglichster Anfang. Fast schon. Son haut den Ball in Seiten aus. Und Rudnev schon wieder gegen Gebre Selassie. Geht an ihm vorbei. Marschiert in den Strafraum. Wird von Schmitz bedrängt. Er kann ihn abschütteln. Pass auf Berg. Schuss, Tor. Fucking Bullshit. Rudnev macht uns richtig nass. Steht es 2-0 schon. Und Werder kriegt überhaupt nichts auf die Kette. Und Rudnevs, wird jetzt aber von Gebre Selassie vom Ball getrennt. 2-0 zur Pause ist auch das Chancenverhältnis, also jeder Schuss ein Treffer hier heute. Die Mannschaft erfüllt die Anforderungen, die ich in meiner Ansprache geäußert habe, überhaupt nicht. Pizarro geht auch direkt raus. Josef Akpala kommt. Und ich lasse ein Donnerwetter los. Gut, in der ersten Halbzeit habt ihr euch geschont. Ihr brauchtet eine Pause. Ja, aber in der zweiten Halbzeit, will ich Leistung ziehen, ihr faulen Säcke! Hätte es nicht besser selbst sagen können. Ikichi. Schießt knapp daneben. Aber das war doch schon mal ein Lebenszeichen von Werder. Eckball direkt. Die Mannschaft kommt angestachelt aus der Pause. Männchen klärt zur nächsten Ecke. Wieder Mehmet Ikichi. Haut den Ball in den Strafraum. Kopfballduell. Ja, und Adler schnappt sich den Ball. René Adler, der größte Vogel der Sportwelt seit Tony Hawk. Der erfolgreichste, meine ich natürlich. So. Ich kann hier nicht zufrieden sein, hier 2-0 hinten zu legen. Bringe ich noch einen Stürmer? Spiele ich jetzt mit drei Spitzen? Ist das noch zu früh? Ich weiß es nicht. Hab auch mit Arnautovic und Elia noch zwei Waffen für die Offensive auf der Bank. Ja, komm. Arnautovic rein für Bargfrede. Dafür. Ich mische das Mittelfeld jetzt einfach mal durch. Junosevic geht auf die 6.
Ikichi auf die 10 und Arnautovic auf rechts. So, mal schauen, ob das was bringt. Bislang nicht. Dann gehen wir jetzt volle Offensive. Elia für Jonusovic. Das hat taktische Gründe, Slatko. So. Petersen geht nach rechts, Akpala in die Mitte und Elia auf links. Ja, jetzt macht was, Leute. Ein ganz schneller Anschlusstreffer muss her. Aber sieht schlecht aus. Rotnev, will er uns hier noch einen einschenken? Oder? Nein, Miele zählt. Elia mit dem Anschlusstreffer in der 87. Minute nach Vorarbeit von Ikichi. Da geht noch was, 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 da geht nichts mehr. 2-1 verloren gegen den HSV, beide Nordderbys verloren. Markus Berg ist hier der beste Spieler, auch wenn Rutnev dem Spiel natürlich mit seinen 2 Scorer-Punkten natürlich eigentlich den größten Stempel aufgedrückt hat. Das Spiel bekommt die Note 4 und damit rutschen wir wieder auf den grauen 10. Platz zurück. Aber kein Grund für großen Pessimismus, die Tabelle ist immer noch verdammt eng. Muss ich das hier nur mal anschauen. Von Platz 4 bis Platz 12 sind nur 5 Punkte Differenz. Das kann natürlich andererseits auch bedeuten, dass wir ziemlich schnell nach unten rutschen können. Aber die Abstände auf die Abstiegsränge ist, der Abstand ist eigentlich zu groß. Also da müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Aber viel Konkurrenz hier im Kampf um die internationalen Ränge. VfB Stuttgart verliert gegen Bayern München mit 0:2. SC Freiburg besiegt Bayer Leverkusen mit 2:0. Der HSV besiegt Werder mit 2:1. Eintracht Frankfurt schrubbt Hoffenheim mit 3:0. Gladbach und Düsseldorf trennen sich 1:1 in einem weiteren Derby. Augsburg gegen Schalke 1:1, Hannover gegen Wolfsburg als Niedersachsen-Derby 1:2 für den VfL. Der BVB in einem extrem torreichen Spiel schlägt den Club aus Nürnberg mit 4:3 und Greuther Fürth und Mainz trennen sich torlos. Bayern damit 4 Punkte, mit 4 Punkten Vorsprung auf dem BVB-Tabellenführer. Dortmund springt auf 2. Wolfsburg macht einen großen Sprung von 10 auf 6. Und den Abstiegsrängen ändert sich nichts. So, den 11. des Tages haben wir Artem Rutnev, den angeblich besten Spieler, Markus Berg allerdings nicht. Das zeigt ja, dass man das irgendwie hinterfragen kann. So. Unter den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen sehen wir keine Probleme für die Erteilung der Lizenz, auch für die kommende Saison. Ja, wir haben ja gut Geld auf dem Konto. Hier sind noch ein paar Transfers, die aber scheinbar erst im Sommer durchgeführt werden. Haben wir da irgendwas Interessantes dabei? Ivica Olic wechselt von Wolfsburg nach Enschede. Kannst du jetzt nicht jeden Transfer vorlesen. Und da werde ich schon wieder abgelevelt. Das Saisonziel derzeit verpasst. Ja, nächste Woche gewinne ich und dann leveln sie mich wieder hoch. Bratwürste. Oh, jetzt spielen wir gegen Hannover. Die sind Tabellenletzter, haben von den letzten 6 Spielen 5 verloren, nur 1 gewonnen. Das Hinspiel haben wir auch gewonnen, aber was heißt auch? Das Spiel muss jetzt erstmal gewonnen werden. Ottmar Schulz, möchten Sie im nächsten Jahr am UI-Cup teilnehmen, falls Sie sich für diesen qualifizieren sollen? Ja, natürlich. Warum nicht? Ich glaube, dafür brauchen wir den 7. Rang. So. In einer versonnenen Minute auf dem Trainingsplatz stellen Sie fest, dass sich Ihr Spieler Claudio Pizarro doch eigentlich auch herausragend als Libero eignen könnte. Sie merken die Nebenposition vor. What the fuck? Jetzt ernsthaft? Einige ihrer Spieler haben sich für El Giro Lia ein Geschenk ausgedacht. Dieser wurde komplett überrascht und freut sich unheimlich darüber. Motivation plus 5. Oder Mannschaftswert plus 5. Boah, ist doch mal eine schöne Sache. So, Champions League. Schalke gewinnt 2:0 gegen Valencia. Dortmund verliert gegen Bilbao 0:1. Ist mit nur 3 Punkten aus 5 Spielen Tabellenletzter. Schalke ist Tabellenerster mit 11 Punkten. Und der FC Bayern gewinnt in Salzburg mit 1:2 und ist mit 12 Punkten auch Tabellenführer. Also Bayern ist schon mal sicher weiter. Dortmund ist sicher draußen. Ich weiß nicht, ob hier der Dritte auch in die Euroleague runtergeht. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Dritter können sie noch werden, aber ja, sieht eher schlecht aus. Schalke ist auch sicher weiter. In der Euroleague. Bayer Leverkusen schlägt Real Madrid mit 2:1. Das hätte vielleicht nicht jeder gedacht. Hat Real natürlich auch immer noch alle Chancen, aber das ist auch mal eine Hausmarke. So. Pizarro ist ernsthaft Libero als Nebenposition. Aber
Er spielt dann jetzt im Jahr 2013 mit Libero. So, nach dem desaströsen Spiel gegen den HSV. Was heißt desaströs? In der zweiten Halbzeit haben sie ja gut gespielt. Akpala kriegt trotzdem die Chance und kommt für Pedersen rein. Sonst ändere ich erstmal nichts. Wir haben da, glaube ich, in der Hinrunde schon mal gegen einen Tabellenletzten schlecht ausgesehen, wenn ich mich nicht täusche. Oder gegen einen Abstiegskandidaten in der Hinrunde zumindest. So. Ich sage jetzt einfach mal, wenn jeder bis zum Umfallen rennt, dann gewinnen wir. Also heute brauche ich Männer. Keine Typen, die durch Rumrotzen und feiges Sackhalten beim Freistoß auffallen. Ihre Mannschaft scheint das wenig zu interessieren. Erreiche ich die Mannschaft nicht mehr? Zuschauerzahl 35.000, aber auch über 10.000 Gäste. Günther Jauch tippt 2-2, Schiedsrichter Guido Winkmann. So. Ziehe einen Sieg und dann sieht die Welt schon erstmal wieder anders aus. Zwei Torchancen hatten wir schon. Gelbe Karte für Max Meyer wegen Reklamierens. Eckball für Werder von der rechten Seite. Ekichi schlägt den Ball auf den kurzen Pfosten, aber der Ball geht ins Aus. Gelbe Karte für Schmitz wegen absichtlichen Handspiel. Eckball für Werder mal wieder. Mehmet Ekichi auf den kurzen Pfosten und schon wieder dasselbe wie eben. Der Ball ist zu kurz und geht ins Aus. De Bruyne spielt Stindl aus, 22 Meter von dem Tor, dreht sich, aber es kommt nur ein harmloser Schuss dabei raus. Aber der ist drin! Kevin De Bruyne, Vorlage von Bargfrede, und da sah Ron-Robert Zieler höchstwahrscheinlich schlecht aus. Zumindest laut dieser Beschreibung. Ein harmloser Roller landet im Netz. Werder führt zur Halbzeit. Sokratis hat hier eine ganz schlechte Note, 5,5. Aber den Kapitän nehme ich jetzt hier nicht raus. Und wir führen zur Halbzeit, deswegen ändere ich auch nichts. Ich sage aber konzentriert weiter so. Und Jungs, in den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiterspielen. Ich spiele aber immer noch offensiv, jetzt trotzdem, trotz dieser Ansage nicht kontrolliert offensiv. Junosovic passt wunderbar auf Pizarro und der schießt knapp vorbei. Direkter Freistoß für Werder. 24 Meter Entfernung. De Bruyne läuft an. Der prallt von einem Spieler ab in der Mauer. Ja. Huschti läuft zurück, passt auf den rechten Flügel. Tjuf passt an die Strafraumlinie. Stindl gegen De Bruyne. De Bruyne grätscht und fängt den Angriff ab. Also er überzeugt auch in der Defensive und da ist das 2-0 durch mehr mit Ekici nach Vorlage von Schmitz. Das sieht doch wunderbar aus jetzt. Immer noch. Oh nein, gerade sage ich es, da macht Jakunan den Anschlusstreffer. Gerade wollte ich wechseln. Jetzt überlegen. Obwohl, gerade jetzt macht es ja auch Sinn zu wechseln. Akpala spielt nicht gut. Pedersen kommt rein für ihn. Einwurf für Hannover von Andrösen. Er wirft auf Djuf, der flankt auf den kurzen Pfosten. Kopfball von Jakunan. Mielitz lenkt den Ball noch über die Latte. Oh, ich habe erst gelesen, noch unter die Latte. Wer ist ja, wenn Jakunan mir hier zwei einschränkt in so kurzer Zeit. Schlau drauf. Schiebt Prödel weg, kommt frei zum Kopfball. Riesenparade von Mielitz. Ich hoffe, mein Mikro dröhnt nicht zu sehr, wenn ich so laut werde. Muss mir demnächst immer ein hochwertigeres Mikro zulegen. So. Ich bringe mal Elia für Pizarro in die Sturmspitze. Stindl, Hannover drückt jetzt nochmal. Ich gehe jetzt auch mal von der Offensive ab hier auf normal. Will ja auch mal ein Ergebnis über die Zeit retten. Das muss auch Werder Bremen mal machen. Prödel klärt zur Ecke und Hannover drückt jetzt ganz schön. Flanke auf Jakunan. Kopfballtor. Scheiße. Haben wir jetzt 2-0 verspielt. Fuck. Damit kann ich echt nicht leben. Deswegen kommt Arnautovic für Bargfrede rein.
gesagt, wir stellen auf Dreierspitze. Bloß nochmal Gas geben hier. Boah. Ich meine, es ist nicht unverdient. Chancenverhältnis 6:6. 2:8 Ecken für Hannover. Aber trotzdem 2:0 geführt. Und das innerhalb von 20 Minuten noch verspielt. Das ist natürlich, und das gegen den Tabellen 18. Das ist ärgerlich und jetzt natürlich ein herber Dämpfer. Das Spiel bekommt die Note 3. Jakunan völlig zu Recht, hier Spieler des Tages. Wir rücken trotzdem einen Rang hoch, aber das sind 2 Punkte, die wir jetzt locker hätten mehr haben können. Damit wären wir auf dem UEFA-Cup-Rang. Hannover bringt das auch nicht viel. Sie sind auch Letzter immer noch. Aber das war natürlich ein Punkt für die Moral, wie man so schön sagt, für Hannover. Und hoffentlich kein Punkt gegen die Moral bei Werder. Leverkusen besiegt Borussia Dortmund mit 1:0. Nürnberg, Gladbach 1:1. Bremen, Hannover 2:2. Wolfsburg schlägt Augsburg mit 3:2. HSV gegen Frankfurt 0:0. Mainz verliert gegen Bayern mit 0:1. Düsseldorf und Stuttgart trennen sich 1:1. Und Hoffenheim geht gegen Freiburg zu Hause mit 0:4 unter. Und Schalke und Greuther Fürth trennen sich 3:3. Bayern marschiert vorneweg, 7 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Das ist zwar noch nicht so krass wie in der Realität gerade, aber es geht langsam in die Richtung. Ja, wir haben 4 Punkte Rückstand auf den direkten Euroleague-Platz hier. Aber auch 12 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, aber mit Abstieg, damit will ich nichts zu tun haben in dieser Saison. Der SC Freiburg dominiert hier die Elf des Tages, stellt ganze 5 Spieler. So. René Adler wechselt von dem HSV zu Lille in der nächsten Saison. Christian Fuchs wechselt von Schalke nach Dortmund. Das ist natürlich brisant. Brisanter Wechsel. Wir spielen jetzt gegen Stuttgart, der 8. gegen den 9. Das war in der Hinrunde, denke ich mal, ähnlich. Bevor ich hier speichere und beende, erstmal ein kurzer Blick auf die zweite Liga. Kaiserslautern, Erzgebirge Aue und Hertha BSC auf den ersten 3 Rängen. Aue ganz vorne mit dabei. Auf den Abstiegsrängen Aalen, Duisburg, Sandhausen und Braunschweig. Dritte Liga Nord, Wuppertal und Halle, der Hallische FC vorneweg. Und Wacker Burghausen und immer noch Stuttgart 2, beziehungsweise Alemannia Aachen, den Aufstiegsrängen. So, damit speichern wir und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.